Da bin ich wieder bei Minecraft. Wie ich versprochen habe, werde ich mich hier drum weiter kümmern. Erstmal muss das alles geebnet werden. Dann muss ich gleich den Tag wieder einstellen, denn man soll ja auch alles sehen. Ja, Tonaufnahme geht. Zumindest sagt mir das das Aufnahmeprogramm. Ja, ich muss den Tag einstellen, das wird aber zu dunkel. So, und den Monitor mal richtig einstellen. Gut. Dann muss ich meinen Hals nicht mehr so biegen. Ganz wichtig ist bei sowas immer. Fackeln setzen und der Baum muss weg. Ja. Oh Gott, das ist so eine Arbeit hier, die darauf habe ich ja keine Lust. Ich möchte lieber bauen. Gut, das dauert mir jetzt so lange hier mit dem Baum. Dann muss ich. Okay, dann muss ich. Wo bin ich denn hier? Dann muss ich ein bisschen nachhelfen. Ab wann mache ich? Ab hier? Ja, warum nicht? Dann habe ich quasi den ganzen Landstrich abgeerntet. Oh, das kann auch weg hier. Das habe ich also ab hier. Das kann auch weg. Und so. Das ist alles das, was quasi geebnet werden muss. Und das muss alles noch quasi auf eine Höhe gebracht werden. Uiuiui. Bin hier gerade mehr am Konzentrieren, in der Hoffnung, dass ich mich nicht zu dolle verbaue. Ach Mensch. So. Ich hoffe, ich baue jetzt auch nicht in die falsche Richtung, denn ich habe gar nicht geschaut, um ehrlich zu sein. Oh, viel zu weit. Dann mache ich mal einen kleinen Abstrich hier. So. Damit ich wohl ja nicht so weit baue. Denn es soll ja nicht weiter über die Straße. Das andere ist alles dann Naturschutzgebiet, was eben nicht bebaut ist. So. Und hier. Ja, kann das ja eigentlich hier wieder weg. So. Ja, was mache ich denn hier? So. Aber das kann dann alles hier unten so bleiben, wie es ist. Dann, wenn ich schon mal hier so anfange. Und auch hier. Und genau. Zumindest eine Seite, dass ich diese weit fertig bekomme.
Naja, da kommt ja eh was hin. Das eine Loch fällt da in der Erde nicht auf. Und auch hier. Und ah, hier ist er schon. Und auch hier. Na, was bei denn hier? So, weg damit. Okay, dann haben wir schon mal die Fläche. Ich werde die mal auch so schön abrunden jetzt hier. Auch die Steine müssen dann quasi raus. Aber mit den Steinen würde ich warten bis zum Schluss, weil ich nicht weiß, ob dann noch, wie weit ich dann wirklich baue. Und damit das hier auch nicht alles so abgehackt aussieht, mache ich auch hier quasi. Und es wird schon wieder dunkel. So. So, dann sieht das nicht so schlimm aus hier. Und dann habe ich hier diese ganzen Überbleibsel von den Bäumchen, die müssen auch weg. Und hoffe, dass ich hier nicht vergessen habe. Habe ich alle Löcher ausgefüllt? Nein, da hinten ist noch alles voll. Dann brauche ich noch diesen Stein. Aber erstmal brauche ich Erde. Ja. Und dann bin ich zumindest mit dieser Ebenung fertig. Und wie der Tempel aussieht, ich habe eine Idee. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht so lange, wie ich hier gerade brauche. Auf jeden Fall Säulen muss er haben. Die Säulen kann ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier diese Steinsäulen habe. Hier ist noch ein Baum. Ich habe doch alle Bäume weggemetzelt. Merkwürdig. Sage ich nicht dazu. Das macht Spaß. Ja. Okay. Dann auch hier. Auch da. Na. So. Auch das Loch wird jetzt bald Geschichte sein, wenn dieser Baum nicht ständig stören würde. Aber wenn man etwas vorhat und lauter Berge da sind und Löcher und Seen und keine ebene Welt hat, dann ist das normal. Dann dauert das alles etwas länger. Und die passende Welt zu finden, nur alles genau an einer Stelle so passend ist, wie man es gerne haben möchte, das sucht man sich länger, als man eigentlich bei der Plättung der Ebenen gebraucht hätte. In der Theorie. So, ich werde das mal abstecken, und zwar mit diesen Steinen, denn es geht ja an die Autobahn. Oh ja, hier hat was gefehlt. So, dann, du störst, einmal auch hier. Wo bin ich denn jetzt? Oh Gott, da.
Autobahnstraße, weiß der Teufel, was, wie ihr das nennen wollt. Also, ich bin ja gleich durch mit dem Schlimmsten. Es regnet, es regnet. Ist das schön. Und da bin ich auch ehrlich gesagt erstmal zufrieden. Da habe ich in 2 Folgen nur Ebenenblätten gemacht. Das alles allgemein hier zu blätten, das hat viel, viel länger gedauert. Und das habe ich offline gemacht. Das war wirklich nur eine ganz, ganz kleine, winzige Ecke, die ich geebnet habe. Und ja. Und bei den anderen Stellen sind viel größere Höhlen entstanden, die ich ausleuchten musste. Deswegen hat auch in der einen manchmal was gefehlt, weil dann irgendein Creeper explodiert ist und so weiter. Gut. Und auch hier. Und es wird schon wieder dunkel. Okay, dann habe ich das erstmal. Ich werde jetzt noch versuchen, da beeile ich mal ein bisschen hier, das ein bisschen, genau, das geht ja schnell, also diese eine Stelle geht schneller als ich dachte, somit sieht das hier auch nicht so abgehackt aus. Und ja, ich hoffe, die Fläche, dass diese Fläche reicht für den Tempel. Wenn nicht, muss diese ganze, also das hier auch noch alles weg. Aber erstmal schauen. Das ist erstmal so eine kleine Fläche. Ich habe heute nur das hier gemacht, in diesen 2 Folgen. Das war klein im Gegensatz zu dem hier alles und dann da drüben. Komplett. Und ja, mal gucken, was mich da erwartet an Aufgabe hier. In der nächsten Folge fange ich dann schon langsam an mit dem Grundgerüst des Tempels. So, bis dahin noch viel Spaß und tschüss.